Kann ich schneller hochleveln und schneller Verkäufe machen. Amy, was los? Mein blauhaariger Engel. Wie teuer ist eine Spraydose? Oh, das passt doch perfekt. Die Bullen hört man immer durch den Funk so ein bisschen. Deshalb habe ich die Musik im Hintergrund auch nur so leise an. Hast du eigentlich einen weiteren und eine bessere Kamera? Eine bessere Kamera ist gut. Die Kamera ist 1080p, die ist richtig gut. Das Ding ist halt nur die Übertragung zu Twitch. Und einen zweiten Bildschirm, dafür habe ich keinen Platz. Ich benutze mein Handy. Ja, Computertisch ist zu klein. Oh Gott, da sind die Bullen. Vielleicht ist hier noch eine Spraydose drin. Pinke Spraydose. Nee, hier ist keine drin. Scheiße. Aber ihr habt den Akku lüften. Alles klar. Juchumis. Guck mal, meine Drogen sind auch schon da. Oh, die sind ja gleich da vorne beim Spielplatz. Perfekter Ort, um Drogen zu verschicken. Spielplätze. Lololo, ich bin gar nicht hier. Hier gibt's gar nichts umsonst. Sind das Bullen? Ja, das sind Bullen, die da rumlaufen. Die tasern mich um, wenn die mich sehen. So, wieder eine Mission geschafft. Jetzt haben wir hier wieder Stoff. Oha, wir haben keinen Platz mehr. Scheiße. Die Bullen laufen hier irgendwo rum, ich höre die doch. Oh Hey, you wait! He's running away! Run, 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 motherfucker, run! Grab him! Quick! He's getting away! Das Spiel hat gerade angefangen und ich werde umgetasert. Shit. Oh Mann. Gott sei Dank habe ich meinen Rucksack noch schnell weggeworfen. Ja, und so sieht es aus, wenn man umgetasert wird. Ich wollte ja Hardmode unbedingt spielen. Scheiße, wäre ich mal über einen Zaun gesprungen. Egal. Das ist nicht schlimm. Gleich ist Nacht. Und da kann ich sowieso mehr Geld machen. Kacke. Auch gar nicht auffällig, dass ich einfach den Rucksack wegwerfe. So. Wo ist denn der? Hier bin ich lang gerannt. Ach, hier ist er. Die Kackbullen. Das war jetzt peinlich. Gleich in der ersten Folge. Ungetasert. Aber egal. Das ist ja das Lustige an dem Spiel. So, dann strecken wir erstmal wieder. Das sind die 1-Gramm-Packungen. Achso. Ich hatte ja Dings. Keinen Platz mehr. Stimmt, da war ja was. Eigentlich will ich das gar nicht speichern, dass ich umgetätert wurde, aber egal. Wäre sonst gecheatet. Sowas machen wir ja nicht. Ich habe halt auch noch. Hihi, Laser zum was los. Und wenn du das jetzt nicht getan hättest, wäre es Game Over. Nee, Game Over kannst du eigentlich nur gehen, wenn du komplett in den Schulden bist. Das ist aber schwer in dem Spiel. Ich krieg die ganze Zeit Nachrichten. So. Lifehack. So. Dann wissen wir ja, was wir machen, wa? Einmal ein paar Pulver.
Mixed Details. Da geht noch was. Da geht noch was. So, dann haben wir jetzt auf jeden Fall gut Stoff in der Hand. Alter, wie klein ist denn der Rucksack? Ist ja wohl ein Witz. Keine Ahnung, der nämlich 8 mit. Aus Minus, dann hast du erst schlechte Karten. Ja, dann auf jeden Fall. So, dann verkaufen wir mal entspannt. Die stehen natürlich alle wieder scheiße. Satz um, grüß mal deinen kleinen Johnny von mir. Vielleicht guckt er auch gerade zu. Attention, attention. Gute Jude, Update auschecken wir. Knut Hunde, ja. Das ist das neue Update. Ich meine, ich kenn's ja schon. Ich war ja im Beta-Test, wurde auch aber rausgeworfen. Weil ich das schon gestreamt habe. War mal gar geil. Knallhart. Das ist polnisch. So, jetzt warte ich auf die Nacht. Da gibt's mehr Monaden. Genau nicht. Bin weg wieder nachher Phasmo. Ah, weiß ich nicht. Jetzt werde ich erstmal ordentlich Drug Dealer spielen. Sehr lange auf dieses Update gewartet und ich glaube meine Zuschauer auch auf das Let's Play auf YouTube. Ich weiß nicht. Genau dein Ding, bis dann. Ja. Nachts werde ich die Brille aber runternehmen, weil sonst sehe ich überhaupt nichts, wenn da Bullen kommen. Ding dong, motherfucker. Bedtime. During police hours, you should remain home. But we, the bad guys, we don't give a fuck. The police do, though. So you keep an eye on them and better stick to the shadows.
Ich höre das schon wieder Bullen. Bin doch nicht doof. Guck mal, die sieht schon aus wie so ein Crack-Junkie. Wir sind eben so, es ist so. Lass mich raten, die laufen jetzt bestimmt wieder zurück, die Arscher. Na, gut. Ich bin gar nicht hier. Kann man nur so schön Knete verdienen, ey. Zufälligerweise was drin. Oh, Haarklammer. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war die ganze Nacht über das Geld bunkern. Muss so sein. Jetzt warten wir, bis sich ein paar mehr Kunden melden. Aber für so Kleckerbeträge will ich jetzt nie loslaufen. Wie viele habe ich? Zwei Stück. Aber die sind beide hier in der Umgebung, also von daher. Von wegen Umgebung. Kann bald wieder auch nachbestellen. Wo ist er denn? Achso. Kann ich auf jeden Fall bald Eddie bezahlen. Sind damit groß geworden. Ist so. Um ehrlich zu sein, bin ich mit dem Thema wirklich groß geworden. So traurig es sich anhört. Brauche am nächsten Tag auf jeden Fall einen mittleren Rucksack. Der Kleine, den kannst du in die Tonne treten. Einer noch. Das hört sich doch gut an. Vier, ganz klar. Oh, das liegt ja alles auf dem Weg, das ist ja angenehm.
ja schon wieder Bullen. Ja, echt mal gucken, wie der damit klarkommt. Ganz kurz gucken. Die lümmeln hier irgendwo rum, das weiß ich doch. Vorne sind auch welche. Ich bin nicht hier. Dein Ernst? Ist dein Ernst? Ich will ihn eigentlich jetzt noch nicht bezahlen, aber... Egal. Was fertig ist, ist fertig. Habe ich ja ein bisschen Zeit für die Nacht. Oh Gott. Es ist immer gut, keine Schulden zu haben. Oh, guck mal, da habe ich doch noch ein bisschen was in der Tasche, das war gut. 2 Gramm Gras, 9 Gramm Pep. Was willst du nur haben? Kann ich dir gerade nicht liefern, Digga. Ehrlich? Und wenn das funktioniert? Genau, vorne. Sicherheitshalber packe ich das Zeug hier auch mal rein. Nicht, dass das dann wieder zu groß ist. Sehr schön. Boah, der Song ist geil, den muss ich ein bisschen lauter machen.
noch einen größeren Rucksack. East Old Town, Respekt. Speedrun das Ding hier voll easy. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken. Steht auf jeden Fall auf meinem Pad. Finde ich gut. Bringt gut Geld. Mach ich die Musik mal wieder ein bisschen leiser.